Hallo, servus, liebe Abonnenten, liebe Zuschauer. Ich begrüße euch hier mitten aus der Natur, natürlich logischerweise wieder an diesem kühlen Tag heute Morgen, ja, so knapp 0,1 Grad, ein bisschen frisch. Ja, und möchte euch auf jeden Fall auf diesem Wege alles erdenklich Gute, viel Gesundheit und viel Erfolg im neuen Jahr 2024 wünschen. Und dann wollen wir mal schauen, was es uns bringt. Ja, und mein erstes Video dieses Jahr gibt sogar gleich ein Gear-Video und ich möchte euch hier mal gleich etwas super Geniales vorstellen. Und wenn ihr Lust habt, bleibt dran. Bis gleich. Ja, und bei diesem Video handelt es sich, wie auch schon im Titel zu lesen, um einen extrem leichten Bushcraft-Stuhl. Und an dieser Stelle möchte ich mich auf jeden Fall gleich mal für den Tipp bedanken beim Detlef von Outdoor Nature. Seinen Kanal tue ich mal hier unten in der Videobeschreibung verlinken. Da habe ich das nämlich zum ersten Mal gesehen, und zwar ist das dieses Teil. Sieht eigentlich gar nicht mal so groß aus, ist es auch nicht. Und ihr seht auch schon, wo es herkommt, brauche ich euch nichts zu sagen. Aber ich zeige euch mal, wie das Ganze funktioniert oder was hier drin ist. Und zwar ist hier eigentlich nichts anderes drin, wie, um es euch mal hier zu zeigen, hier ist einmal drin ein Sitz. Ja? Den könnt ihr aufklappen. So sieht das aus, das ganze Teil hier. Ein Sitz. Ja? Und eine Schnur, mehr brauchen wir nicht. Und wir brauchen auf jeden Fall jetzt noch drei Hölzer, die schneiden wir uns zurecht. Die sollten einigermaßen gerade sein und vor allen Dingen nicht mosch, damit wir nicht mit dem Hintern auf dem Erdboden sitzen. Also suchen wir uns erstmal drei Stücke. Ja, hier ist so ein umgestürzter Baum. Ich denke, hier werden wir uns mal hier, der ist schon zum Beispiel eigentlich ziemlich gerade. Und ich denke, da werden wir uns mal hier schon mal ein Stück raussägen. Ja, hier ist so diese Länge, die sollte eigentlich reichen. Was wird das sein? Meter, ja, Meter 20 ungefähr, ne, vielleicht. Sowas in der Richtung. Weil wir müssen die nachher kreuzen, dann wird der ganze Stuhl etwas niedriger. Und hier suche ich mir jetzt noch zwei Stück. So, nachdem wir jetzt hier diese drei Stücke uns geschnitten haben, werden wir die hier oben noch ein bisschen verjüngen und ein bisschen rund machen, dass sie nicht so scharfkantig sind. Und das werden wir auch jetzt tun. So, die habe ich jetzt erstmal so ein bisschen passend gemacht. Und das, was ich jetzt mache, ist im Prinzip nichts anderes. Ich tue einfach hier nochmal ein bisschen die ganzen Kanten ein bisschen runden, dass die halt einfach, ich sag jetzt mal, nicht so in den Stoff reinschneiden. Einfach oben nur ein bisschen abrunden, mehr brauchen wir da gar nicht zu machen. Wenn wir das dann fertig haben, dann nehmen wir diese Schnur und verbinden diese drei Stücke miteinander. Bei der Schnur gehe ich jetzt her, lege mir erstmal einen Top-Segelschutz, lege zurecht. Den kennen sicherlich die meisten von euch. Und ja, falls nicht, schaut ruhig mal ins Internet, da gibt es zig Vorführungen davon,
wie der gelegt wird. Das ist ganz einfach relativ. So. Und dieser Knoten hat halt einfach den Vorteil, wie ihr seht, ich kann ihn hier schön aufmachen und ich kann ihn auch hier zumachen. Und dadurch kann ich ihn nachher auch dann, wenn ich den Stuhl wieder auseinanderbaue, wieder schön öffnen. So, womit ich jetzt beginne, ist im Prinzip so, ich nehme mir einen von diesen Stöckern, dann ziehe ich das hier drum. Und jetzt gehe ich einfach her, wie in so einem Wellenritt, tue den erstmal hier in die Mitte rummachen. Ziehen wir den etwas weiter nach unten. So. Dann gehe ich hier wieder zurück. Und das mache ich jetzt einfach ein paar Mal. Hier noch einmal rum. Jawohl, und hier auch noch einmal. Ganz genau. So, und hier unten tut er den einfach irgendwo drunter stecken, ein paar Mal, dass der sich dann nachher festzieht. Ja, und so sieht das Teil dann nachher fertig aus. Was ihr jetzt noch macht, ist, ihr nehmt den Stoff, den tut ihr über die Kanten stülpen, hier. Und auch hier. Und das war's. So, und somit habt ihr einen wunderbar, super genialen Buschkraftstuhl. Ja, und das soll es auch schon wieder gewesen sein. Ich danke euch, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen wieder mal einen nützlichen Tipp geben. Und wie gesagt, ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder zuschaut. Macht's gut, euer Jörg und auch Max vom Buschkraft Kopfdorf. Ciao.